Willkommen zu einem neuen Urlaubsvlog. Wir fahren jetzt zum Flughafen. Chef bringt uns höchstpersönlich hin. Hallo. Auf jeden Fall werden wir 1,5 Stunden fliegen. Um 19.30 Uhr geht der Flieger, also in 2 Stunden ungefähr. Und ja, ich freue mich. Wir kommen Abend an, haben 4 volle Tage. Wir zeigen meinem Papa jetzt unsere neuen Beats. Reaction. Sagst du, das ist okay? Wie geht's? Guckt euch mal unsere Aussicht an. Leute, das ist unser Balkon und guckt mal, hinten ist einfach schon das Kolosseum. Wir sind jetzt raus. Unser Hotel ist genau hier, sehr zentral. Wir müssen jetzt irgendwas zum Essen finden, mal gucken. Leute, wir haben uns jetzt in einer kleinen Seitenstraße zu so einem Pizzaladen gesetzt. Hier ist die Pizzeria, sehr schön hier. Was für Pizza hast du bestellt? Napoli. Wir freuen uns. Ey Leute, einfach Elfmeterschießen, ich komme nicht drauf klar, was ein krasses Spiel. Ich bin gespannt, aber ich sag Frankreich wird gewinnen. Was sagst du? Ich auch. Ja? Leute, unsere Pizza ist noch. Schaut mal, wie lecker. Sieht so krass aus. Okay. Probiert's, okay? Er probiert jetzt das erste Stück. Das ist einfach anders. Echt? Ist besser? Normal. So, probier. Ich denke, das wird krass schmecken. Das sieht so, dein sieht krass aus. Ja, lecker. Wir fahren jetzt mit dem E-Scooter. Ja, Handyalter ist auch da. Wir fahren auf jeden Fall jetzt mit dem E-Scooter zum Hotel, weil wir haben keinen Bock zu laufen. Wir sind müde, es ist spät. Also viel schneller. Es geht morgen weiter, bleibt immer noch da. Wunderschönen guten Morgen. Also wir gehen jetzt was Kleines frühstücken, nichts Besonderes. Wir gehen jetzt zum Brunnen und wir haben gerade Maps aufgemacht. Das sind einfach nur 10 Minuten zu Fuß. Sehr schön hier. Wirklich sehr schön. Man denkt wirklich, am Anfang dachte ich, oh mein Gott, einfach normale Fontänen. Aber dann sieht man das live, das ist echt anders und das Wasser ist so schön. Leute, wir haben uns jetzt einfach in eine Seitenstraße, so ein Café gehockt. Guckt mal an, direkt da rechts sind die Fontänen. Leute, seht ihr dieses gelbe drunter? Ja, das waren bestimmt die Originalpreise. Safe. Guck mal, wir haben uns jetzt so ein Croissant geholt, so ein Maritozzo, das ist so eine Cremefüllung. Dann haben wir uns ein Sandwich without pork geholt, also ohne Schwein. Und ein Cappuccino und ein Aqua. Ja. Jetzt ein Cappuccino, dann einmal das hier, ein Croissant und ein Club-Sandwich. Weißt du dich? Darauf voll gespannt. Das ist genau was für uns. Echt jetzt? Das ist voll meins. Mm. Richtig lecker, wow. Ne? Da seht ihr nochmal den wunderschönen Wasserfall. Wasserfall? Fontäne. Brunnen. Brunnen. Den wunderschönen Brunnen von hier. So. Und schaut mal, was für schöne Cafés hier sind. Sehr nice, muss ich sagen. Oh mein Gott, Leute. Ich denke mal, ich muss jede Sekunde die Kamera auspacken, wie schön das hier ist. Das ist doch krass. Ich will eine Bilder machen. Genauso wie man sich das so von den Filmen und so vorstellt. Ja, voll. Ich denke mal, jetzt ist Zeit für eine Montage, oder? Los geht's. Ab. Leute, ich habe gerade Wassermelone probiert. Hast du Pistazie probiert? Krass, ne?
Ich bin unter Schock. Die Melone schmeckt einfach wie eine Melone. Da hinten haben wir einen Sarah gesehen. Besser gesagt, Sarah hat es dort gesehen. Sowas entgeht sie sich nicht. Auf jeden Fall laufen wir jetzt mal dahin. Vielleicht finden wir aber Schönes dort, ne? Als ob es einen Sarah in Deutschland nicht gibt. Aber man muss sagen, es sieht hier sehr schön aus. Leute, haltet euch fest, ne? Wir waren jetzt unten, ne? Guckt mal, wie verdammt nochmal, wie groß es hier ist. Einfach ein Zara und dann kann man nochmal hoch. Also. So, die Maus hat was gefunden. Ich habe zwei Tops geholt. Einmal das und einmal in schwarz. Ich wäre auch schockiert, wenn du nichts gefunden hättest. Mausi hatte früher 32, jetzt muss die Maus 36 tragen. Zeig mal, was du geholt hast. Einmal so eine längere Hotpen-Oberteil in schwarz. Und einmal den grün. Und einmal grün. Sarah ist richtig in Kaufrausch. Und sie hat sich einfach jetzt mal. Sie hat sich einfach umgezogen. Das die Maus. Wir gehen jetzt zur Kirche und dann gucken wir uns das an. Und jetzt startet die Montage. So, endlich können wir jetzt essen. Wir haben krassen Hunger jetzt wieder bekommen. Pasta und Pizza. Wir haben uns entschieden, uns an ein Restaurant zu hocken, wo diese Ventilatoren hat. Da kommt auch Wasser raus und das ist richtig kühl. Wir konnten gerade nicht nach einem guten Restaurant suchen. Wir mussten einfach gucken, wo es kühl ist. Ja, und wir sind genau da vor jetzt bei dem. Wie heißt das? Pantheon? Pantheon. So, unsere. Ich habe einmal Carbonara ohne Speck und ohne Schwein halt. Ohne nichts. Ich rieche richtig krass. Den Knoblauch? Knoblauch. Oh. Let's enjoy. Guten Appetit. Nicht meins. Ihr wisst ja, wir sind sehr verfressene Menschen. Und deswegen haben wir uns noch eine Pizza bestellt, haben wir nur die Hälfte geteilt und genießen die jetzt. Ich schaffe nicht die ganze Hälfte. Probier mal. Probier schnell. Lecker, ne? Wow. Wir gehen jetzt mit dem E-Roller. Sarah hat Angst. Ich mag es hier nicht zu fahren. Der Boden ist richtig anders. Und die Dinger sind viel schneller als in Deutschland. Ja, fahr langsam. Ich verstehe das nicht. Hier ist es auch unnormal voll. Man muss so richtig aufpassen. Schatz, Leute, wo ist das? Nicht hier in den kleinen Seitenstraßen. Ich kenne dich nicht so. Du warst jetzt rot, du darfst nicht durch. Stehen bleiben. Wir sind jetzt mit dem E-Scooter kurz stehen geblieben, weil wir so was Süßes gesehen haben. In dieser Decke. Und haben uns gedacht, wir holen uns jetzt was Süßes von hier. This is the biggest chef. This one? I will take one of this. Can you give me this with this one, with chocolate? And one of this normal one. Wir sehen uns, wenn wir wieder fresh angezogen sind. Komm. Eins, zwei. Ja! Outfit check. Woohoo! Yeah, buddy! Sarah. Oh mein Gott! Das ist meine neue Tasche, die kennt ihr. Wir haben jetzt schön einen Mittag geschlafen. Wir haben schon eineinhalb Stunden geschlafen, ne? Eine Stunde, glaube ich. Eine Stunde haben wir geschlafen. Komm her. Ja. Holen uns jetzt erstmal ein Taxi. Wir haben jetzt gerade ein Polaroid-Bild machen lassen von uns. Sehr schön gebohrt, das ist sehr schön. Wir sind jetzt angekommen, Leute, in das Restaurant, das heißt 433. Was hast du bestellt, Schatz? Weiß ich nicht mehr. Aber sag mal, was du bestellt. Eigentlich mag ich Aubergine nicht mehr. Ich weiß nicht, wieso ich das bestellt habe. Wird der euch schmecken, denke ich mal. Ich denke mal, alle Nudeln schmecken hier. Ich hoffe halt, dass es nicht Stücke sind von Aubergine, sondern große. Ach so. So, ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Also. Oggi del giorno è con. Oh mein Gott. Einfach komplett auf dein Handy. So, Vorspeise ist da. Bruschetta, aber hier ist das anders. Das ist Auberginencreme, das okay. Ist Artischockencreme. Und das ist? Das ist Tomate. Probier mal das mit Tomate und vergleich mal mit Deutschland. Knusprig auf jeden Fall, was Sarah liebt. Echt? Das Brot, die Tomaten, das ist unbeschreiblich. Mm.
Oder was das für eine Geschmacksexplosion irgendwie ist. Heute unser Essen ist angekommen und es sieht so krass aus. Ja, Mann. Sieht echt krass aus, Test oder? Machen? Ja, mach Test. Sehr lecker. Tomatenlose, war einfach so. Ja. Beiß rein. Und? Rechts? Leute, wir sind das erste Mal in einem Restaurant, wo nur Italiener sind. Und ich fühle mich jetzt cool, weil wir wissen, wo wir hingehen. Julis erster Espresso in Italien. Prost. Boah, der ist so sauer und nicht so stark, obwohl er stark ist, aber nicht so schmeckt, weißt du, was ich meine? Ist er besser? Ja. Okay, jetzt Tiramisu probieren. Bitte falsch. Das Ding ist, ich habe jetzt Espresso geschnuppert und ich schmeckt den Kaffee jetzt nicht? Schmeckt jetzt nicht, ob der stark nach Kaffee schmeckt oder nicht? Weil ich mag ja keinen Kaffee, Leute. Probier. Ich sehe schon, dass es sehr stark im Kaffee getrunken ist. Das wird mir nicht schmecken. Und? Leider gar nicht meins. Es schmeckt nach Kaffee. So bleibt mehr für mich. Leute, ich habe kein Tiramisu gehabt. Ich bin traurig. Leute, das macht er immer. Bevor wir gehen, trinkt er immer alles auf dem Tisch nochmal leer. You know what? Now we are going to spazieren ein bisschen. Ein bisschen spazieren, ein bisschen die Welt sehen, ein bisschen Rom sehen. Was sagst du dazu? Ja. Restaurants, überall voll, überall Menschen. Das ist einfach toll, richtig herrlich. Hier auch Läden. Schaut mal, wie schön. Wow, das sieht so schön aus. Kann man echt schöne Bilder und so machen auch. Wow. Ich bin wirklich verliebt in Rom. Ja, Mann. Wir fahren jetzt mit dem E-Scooter zu so einer Rooftop-Bar, die mir meine Cousine empfohlen hat. Ready? Let's go! Leute, wir sind jetzt da. Wir sind angekommen. Also ich muss sagen, richtig schön hier, oder? Schaut mal jetzt den Ausblick an. Wow, einfach nur wow. Ich bin verblüfft. Sag mal ein Fazit zu den Preisen. Ehrliche Meinung. Es ist zwar krass schön hier, aber es ist viel, also für Rom, hier kann man echt für gute Preise essen gehen. Aber das ist, wir haben uns ein Getränk für 16 Euro. Also so ein Getränk kostet 16 Euro. Das hier auch ohne Alkohol. Wir saßen halt schon hier, wir konnten nicht mehr gehen. Ja, aber nein, ich würde es trotzdem holen. Ich bin ehrlich, weil das ist einzigartig und das ist ein Urlaub. Nein, ich finde 16 Euro. Aber man kriegt das hier alles. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt mit dabei ist. Die haben das jetzt auch gebracht. Keine Ahnung. Ich kenne meine Freundin einfach zu gut und ich weiß, was ihr besser schmecken wird. Das ist hier zu süß, das wird dir besser schmecken. Probier. Ich finde es nicht zu süß, aber da fehlt Sprudel. Kannst du mir meins bitte geben? Danke. Ich glaube, das ist meins. Nein. Doch. Film erst so außen und dann film ich, nur dass es so spontan ist. Ich habe gerade 3 Euro getrunken. Leute, diese Bar hat den kaputt gemacht. Oh, der hat Nüsse auf seiner Hand und will, dass die Vögel kommen. In Istanbul klappt das. Ja. Aber Leute, es ist, wenn er es hängen lässt, richtig am Arsch. Deswegen, meine Hose ist eigentlich so, ne, so. Aber wenn man den Fleck dann sieht, geht sich. Deswegen mache ich den hier. So. Leute, guck mal, wie schön. Leider sieht man keinen Hintergrund, aber das Bild ist voll schön. Ja, Leute, schaut mal, wir sind jetzt raus. Jetzt haben wir das gesehen. Das ist alles einfach so schön und auch wie schön das beleuchtet ist. Echt wunderschön. Wir waren ja gerade da oben. Wirklich nach dem ersten Tag schon sagen, vom Städtetrip her, also kein Strandurlaub, ist das der schönste Urlaub, den ich hatte. Also hier, ja, finde ich, also es ist der schönste Ort. Ja, ja, ja. Das Ding ist, man kann einfach nicht
Kamera mit Real Life vergleichen, wie groß das hier gerade alles ist, wie monströs, wie schön. Leute, es ist 20 nach 9. Ich gehe schlafen. Du auch? Bis morgen. Eine Kopfnuss. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Wie geht's zum Kollision? Ich freue mich irgendwie krass drauf, irgendwie am meisten drauf. Ich bin voll gespannt, wie das sein wird. Wir nehmen E-Scooter. Ist ungefähr 15 Minuten zu Fuß weg. Boah. Hätten wir aber auch laufen können. Also Leute, Kolosseum ist genau am Ende. Wenn ihr das seht, da ist Kolosseum. War gar nicht. Waren 2 Minuten mit dem E-Scooter. Richtig chillig. Also wir sehen uns gleich. Ciao. Wir sind auf jeden Fall jetzt da. Schaut mal, wie riesig und schön das ist. Wahnsinn. Leute, ich bin gerade richtig genervt. In meinem Leben habe ich noch nie so viele nervige Menschen. Ja, yeah, online ist... Seht ihr das auch nicht? Alle 2 Minuten kommt. Ja, ja. Alle 2 Minuten kommt jemand zu euch und will euch irgendwas verkaufen. Wir wollten online holen, aber PayPal gibt es nicht. Deswegen haben wir jetzt einfach jemanden gefragt. Und, ja. Die sind richtig aufdringlich hier. Und Leute, passt auf eure Taschen auf, wenn ihr hier seid. Also Leute, ich würde sagen, wir starten mit einer schönen Montage ab jetzt. Wir sind jetzt in einem Café, im Restaurant, wir essen was, Sarah geht sich gut, ne? Essen was, trinken was und danach schauen wir weiter, vielleicht geht es zu den spanischen Steps. Heute unser Essen ist da. Genießen wir jetzt, ne? Ja, Mann. Mal gucken, wie es schmeckt. So Leute, jetzt gebe ich euch einen kleinen Tipp. Gib ihm! Wir waren jetzt in Kolosseum, dann waren wir hier essen, das sind diese Restaurants da. Ich will keinen schlecht reden, will keinen sein Geld spielen, aber das waren mit Abstand die schlechtesten Nudeln, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Das ist aber immer so, wenn man direkt da. Ja, wo die Touristen sind, Touristen und so sind. Kann man nichts machen, aber ich würde es euch nur empfehlen, geht dahin, wo es ein bisschen außerhalb ist und so. Oh, so Leute, es ist so warm. Wir haben gerade wieder Polaroid-Bilder gemacht. Polaroid? Polaroid, what are you saying? What are the chicks now? Hi, ich bin Sarah und ich bin auch dabei. Wir haben uns entschieden, dass wir jetzt mit dem E-Roller Richtung Hotel fahren, weil es ist ein bisschen weiter entfernt, 3 Kilometer. Wir wollten eigentlich zu den spanischen Treppen, die sind aber auch 6 Kilometer. Und ich habe halt ja gesagt, wie gesagt, ein Meeting danach. Also wir müssen jetzt mal losfahren und wir sehen uns dann. So Leute, Goli hatte sein Meeting. Wir haben uns ein bisschen ausgeruht. Jetzt ist 17 Uhr, jetzt gehen wir wieder raus. Wir wollen jetzt zu den spanischen Treppen gehen, uns das mal angucken. Dann gehen wir zu Abendessen und danach wollen wir zu so einem Platz, den du hier rausgesucht hast. Ich würde sagen, wir starten genau jetzt eine kleine Montage. Und zwar die Montage ist vorbei. Wir sind hier auf einer sehr schönen Straße. Hier waren vorhin die spanischen Treppen. Die sind genau da. Wir gehen jetzt ein bisschen spazieren, ein bisschen Zeit genießen und danach gehen wir essen und dann auch weiter spazieren, oder? Yes, sir. Machen wir uns einen schönen Tag. Ich finde es hier richtig schön. Also hier gefällt es mir krass. Ja, ja, weil es so sauber auch ist. Es ist richtig. Und hier sind so krass teure Läden, aber die sind alle in alten Gebäuden. Ich denke mal, in Milan ist es immer so, kann es sein? Die teuren Läden sind hier alle in richtig alten Gebäuden. Ich finde das irgendwie voll cool. Ja, Mann. Hier ist es unnormal schön, aber sehr teuer, deswegen gehen wir jetzt in eine andere Gegend, wo wir ein billigeres Restaurant rausfinden. Genau.
Hey Leute, wir sind jetzt in dem Restaurant angekommen. Es ist noch recht leer, weil um diese Uhrzeit essen die Italiener nicht. Wir sind in diesem Restaurant. Schaut mal, die haben 26.000 Abonnenten. Und das Essen sieht einfach nur, guck mal, das sind alles Homemade-Pasta, ne? Aber Leute, wir sind hier hingekommen, ohne zu wissen, dass die Instagram oder so, wir haben das nur empfohlen bekommen. Leute, unsere Vorspeisen sind schon gekommen. Das hat der Mann uns empfohlen und es ist so lecker. Ja. Lecker, ne? Aber ich glaube, ich habe nur zu viel. Aber es war schon teuer, muss ich sagen, 16 Euro kostet das. Ja, aber man gönnt sich ja sonst hier aus, ne, im Urlaub. Ja. Leute, es schmeckt alles krass. Oh mein Gott. Das wird dir so schmecken. Sanft. Hör auf, was auch mal sanft zu bezeichnen. Leute, so war Doli in jedem zweiten Italiener. Sanft. Hm. Unser Essen ist hier in 3, 2, 1. Sieht krass aus, oder? Ja, und deins sieht richtig krass aus. Meins ist orange. Ich habe noch Deins sieht sogar besser aus, in meiner Meinung. Meins könnte halt krasser schmecken, wenn ich Glück habe. Ich mach jetzt aus, ich will essen. Okay, tschüss. Aber diese Tomaten, Leute, ich habe noch nie so intensiv schmeckende Tomaten gegessen. Ach, Doli. Hm. Lecker. Ach, Katze. Wir gehen jetzt zum Piazza Nova, das ist so ein Brunnen. Da soll es auch sehr schön sein. Die fette Kuh holt sich jetzt Eis. Mm, probier. Cream. Krass, ne? Okay. Oh mein Gott. Gestern haben wir gesagt, das war das Beste, aber das war das beste Eis. Oh mein Gott, ist das geil. Das heißt Grom. Ich glaube, das ist vielleicht sogar eine Kette. Oh. Ice Cream ist so delicious. Gerade fällt mir nochmal wirklich auf, wie schön es hier ist. Ja, also ich weiß es die ganze Zeit und ich sage es auch die ganze Zeit. Wonderful City. Guckt euch, ihr müsst das in echt sehen, wirklich. Also Rom würde ich jedem empfehlen. Schau mal da oben. Yo, man, what's poppin', man? We are here right now in America, in Los Angeles. Ja, mach die Musik. Ich dachte, die Musik ist aus dem Auto. Geht's dir gut? Echt jetzt? Ja, ich hab's schon mit dem Wagen. Hä? Kennst du, wenn ihr die Füße an, die Haare, dann geht's so krumm. Kennt ihr, wenn die so Arsch wackeln? Oh mein Gott! Leute, hier sind überall Bars und Restaurants. Wir sind einfach der Nase entlang gelaufen und hier geht's richtig ab. Hier geht richtig die Post ab. Richtig voll und laut und schön. Und Leute, schaut euch mal, wir sind jetzt ein bisschen wieder rumgelaufen, sind wieder hier gelandet. Leute. So. Haben uns gedacht, ey, wir hocken uns ganz nach vorne, damit wir einen schönen Ausblick hier. Julia hat mir eine Hose gekauft. Gefällt dir die? Voll. Ich komm von dir. Hallo. Oh, shukran, Arabi. Türkisch, Bruder. Salam alaikum. Ihr müsst eure Frau, eure Freundin nicht 1000 Sachen auf einmal schenken, nicht viel schenken. Schenkt schöne Sachen, denkt an sie. Das reicht eigentlich, oder? Ja. Sie muss einfach wissen, dass sie an sie denkt. Das ist wichtig. Weisheiten von Dolunay Abel, von eurem Cousin. Ich persönlich. Ich hab auch keinen guten Mann. Der war so. Mach nochmal. Es ist 22:30 Uhr. Wir müssen uns verabschieden und morgen sehen wir uns wieder. Ja, wir machen das am besten so. Wir sehen uns einfach morgen. Wünschen euch einen. Und hier ist schon die Taxistelle, Leute. Ah, sehr gut. Wir nehmen direkt ein Taxi. Also, wir haben euch lieb. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, einen schönen Kommentar. Morgen ist Donnerstag und morgen gehen wir zur Vatikanstadt. Genau. Also, wir haben euch lieb. Danke für die Unterstützung. Bis dann. Ciao.